Hallöchen, und das sind wir wieder bei Minecraft. Ja, wir sind hier wieder in meinem Singleplayer, beziehungsweise doch Server, aber halt, wo ich alleine spiele. Hier mal hier unten den Tankraum, das sieht ja wieder voll farbig aus. Ich habe hier mal einen riesen Tank noch dazu gebaut. So als geradeaus, der passt da meiner Meinung nach ziemlich gut hin. Habe ich mir gedacht. Und ja, der fasst jetzt 2,4 Millionen Liter. Was wir hier rein tun, das werden wir dann oder werdet ihr dann schon sehen. Ich habe mal gebaut, so offline als Zwischenprojekt. Finde, der passt eigentlich spitze hin. Ich wollte ihn erst hier hinbauen, aber ich denke mal, da vorne passt das schön hin. Hat man hier so einen schönen Abschluss. Ja, hier gerade ein paar Feinarbeiten gemacht, eindeutig. So, was wir jetzt angehen, mir ist. Ja, hinten nach Raum, da müsste ja passen hier. Die Mod habe ich auch noch nicht drauf installiert, was ich haben wollte. Hier ist nur alles im grünen Bereich. Ich habe, ich glaube, nicht mehr viel erforscht hier. Glaube nicht. Ne, eigentlich nichts mehr. Weil ich andere Sachen hatte zu tun. Aber mit dem Mod werde ich immer wieder ein bisschen rumspielen. Rumtesten. Und so weiter. Aufgebaut haben wir es mal. Wir können jederzeit hier hingehen und irgendwas machen, falls wir wollen. Geht das eigentlich auch? Nee. Sowas geht nicht. Okay. Was haben wir da drin? CF-Spray. Brauchen wir den noch? Ja, hier unten haben wir noch. Brauchen wir hier noch eine Wand reinziehen? Egal. Wir werden uns jetzt um was anderes kümmern. Mir ist gerade was aufgefallen. Wir waren schon lange nicht mehr hier hinten in Nether. Da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Und werden dort mal was bauen. So haben wir hier rote Chest. Ender Chest. Ja, nehmen wir mal einfach die und wir brauchen rot, also Serette da. Wobei ich da ja fast eine neue Farbe nehmen würde. Da haben wir ja. Ich denke mal, das ist eine neue Farbe, oder? Legen wir hier einfach mal was rein, dann wissen wir eh, ob das irgendwie aussortiert wird oder nein. Gut, dann haben wir da schon eine Farbe. Und wir brauchen ein Importpass. Wir werden das gleich wieder an Applied Logistic anschließen hier. So, am besten hier hin. Ist halt jetzt dann nicht mehr symmetrisch, aber egal. Alle Fälle wichtig ist, dass hier so alles ein wenig zusammenpasst. Kann man das eigentlich so auch? Ja. Dann hier eine Kiste hin. Zack. Hier mal stackweise, das sagen wir ja auch stackweise. Wobei ich bin gerade am überlegen, ob wir das überhaupt so machen sollen. Nee. Das soll nicht hier hin. Nee, 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 nee. Mal woanders hin. Das war irgendwie die Musik, meiner Meinung nach. Das ist zu laut. Eine andere. Hier starten wir mal. Nee, Query brauchen wir vorerst nicht starten. Also es geht darum, ich will in Nether eine Query aufstellen. Da bekommen wir ja diese Nether-Ores. Die will ich auch irgendwo unterbringen. Wie viel haben wir da jetzt von diesen Nether-Ores? Jede Menge, ne? Wir hauen mal das, was wir hier noch im Inventar haben, hier rein, was wir nicht brauchen unbedingt. So, das nicht, das. Das brauchen wir auch nicht. Und hier holen wir uns jeweils eins raus. Geht das irgendwie so mit Shift? Ja. So. Ziemlich viele Erze gibt es da im Nether, habe ich gerade festgestellt. Dass wir die ganzen vielleicht irgendwo unterbringen. So. Das sind ja 2, 4, 6, 8, 9, 17 Stück. Ich dachte mir, dass wir die hier in unser Lager mit einbinden.
da hier einfach dann, wo war das? Hallo, da war der Eingang nochmal, ja. Hier mit dieser braunen Ender-Chest machen. Aber das Problem ist, dass wir hier unten ja fast... Ja, okay, wir hätten eigentlich noch genügend Kisten, ne? Eigentlich könnten wir das mit hier einbinden. Das heißt, hier ist eh eine Sorting-Maschine, dass wir hier einfach die Ender-Chest hinhauen. Der sortiert das sowieso mit ein. Die hier. Zack. Rausziehen, ja. Sollte es nicht ausreichen, können wir hier unten auch noch eine Sorting-Maschine hinhauen. Unten wird es dann rausgezogen. Da komm rein hier. Hier ist du. Hallo. Und packt nach oben Wasser. Und hier werden wir gleich sagen. Netherstein, Netherrack, braucht man da was? Oh, falsch. Netherrack. Ist so eine Sache. Halt Netherstein. Ich brauche mein Kind nicht, dann hauen wir den Netherstein hier noch mit rein. Dann soll er den ganzen Netherstein gleich recyceln hier. Hat der was zu tun. Und die ganzen anderen Erze kann man hier alles so. Zack, zack. Holz, da haben wir hier drei Kisten und dann ist schon wieder voll das ganze Lager. Was natürlich auch kein Problem ist, aber wir hauen es hier mit rein, ja. Hier kommt mal die ganzen Standarderze, also Zinn ist mal gut. Kann ich das irgendwie wegschmeißen? Also, okay. Dann Kupfer ist gut. Also irgendwie runter da. Gold. Kohle nicht. Eisen wäre noch interessant hier. Eisen, ja. Vor allem Erze, die wir einschmelzen müssen, sozusagen. Lead, Kohle. Silber zum Beispiel, man auch einschmelzen. Das Green Saphir. Ja, Lead eigentlich auch. Nikolai Lapis, Diamanten. Ne, Diamanten muss man nicht unbedingt einschmelzen. So, in diesem Sinne. Ja. Was war das? Tin. Okay, da haben wir Tin auch noch. Zinn. Gut, dann kommt hier rein. Uran. Das da. Redstone. Ich hoffe, das geht hier aus. Nee, geht hier nicht aus. Doch, geht hier genau aus. Und Kohle. Die sagen, kann man hier rein. Und der Rest wandert. Also der sehen Fackel hat nur da, hoffe ich ja. Der Rest war natürlich in die Kiste und wenn die voll ist, dann die Kiste, und wenn die voll ist, dann unten in der letzten Kiste. So, dann lassen wir das gleich hier mal einsortieren. So. Alles schön rausgezogen, voll schnell eigentlich. Hier können wir im Notfall, falls diese Small Electric Engines nicht passen, können wir hier noch diese normalen Electric Engines hinmachen vom Forestry. Die schaffen das locker. Da kommen die Erze schon rauf. Irgendwann müsste mal ein Erz hier weitergehen. Genau, da, zack, zack. Das wird dann ein Netherrack sein. Das heißt, hier haben wir die Kiste, das passt. Das heißt, wir brauchen noch eine Quarry. Also eine stinknormale Quarry bauen wir uns hier. Wenn wir auch mal wieder in Nether waren und da mal was getan haben. Ja, ob wir die Rohstoffe brauchen oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Es interessiert hier eigentlich niemanden. Aber ja, ist so. Quarry, haben wir da noch was? Eine Quarry haben wir noch. Das ist ja schon mal gut. Dann brauchen wir noch Energietesserik. Haben wir sowas noch? Energie, das kann man auch noch hier. Ja, dann haben wir alles zusammen. Wir brauchen nur die drei Blöcke. Mehr brauchen wir nicht.
Was wir vielleicht noch brauchen ist Landmarks. 4 Stück, ja. Ne, da war da hinten irgendwo, ne? Da war ich schon ewig nicht mehr drin. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt aussieht. Ich glaube, das war ja da, wo wir so irgendwie einen Tunnel spawnen oder so. Da chillt der schon. Creeper, was macht der Creeper hier? Komm, Creeper, komm. Blöder Creeper, was ist denn hier los? Das ist aber nicht der Ausgang, oder? Wo bin ich hier? Mami. Nee, hier ist der Ausgang. Wir haben jetzt sowas ähnliches wie Fly Control installiert, ne? Das ist L. Nee, das war Jetpack. Fly Control ist dann entweder J oder H. Da muss es H gewesen sein. Fly Control auf. Und passt. So, wir suchen uns mal einen geeigneten Ort, wenn er hier mal, ja, die Chance landet. Also hier hinten in diesem Bereich. Muss hier gleich aufpassen, dass ich hier noch einen Wegpunkt mache. Wie ihr seht, die Wegpunkte sind irgendwie weg. Waypoint at Spawn. Weiß nicht, machen wir gelb. Dann haben wir den wenigstens. Also wie gesagt, hier hinten wäre nicht so schlecht, hier in diesem Bereich da hinten. Jetzt können wir das Flight Controller abschalten, das nervt. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen die Query einfach hier oben auf, sprich, platzieren sie einfach hier die Query. Die muss an irgendeiner Ecke stehen, ne? Dann stellen wir die Query einfach an die Ecke hier hin, genau hier. Wir sind Höhe 73. Das heißt, man ist tiefer. 73, so passt das. Dann kommst du hier hin. Und, ey, mit dir los. Verarscht mich da, ey. So, mal kurz Pause machen hier. So, da bin ich wieder. Hatte nur ein kleines Telefonat zu führen. Ich habe da jetzt eben ein Bereich ausgesteckt hier. So ein, ja, etwas kleineren, also so groß ist das auch nicht. Wollen wir nicht übertreiben. Und wir bauen uns einfach hier die Query dann hin. Bisschen Platz hier noch organisieren. Stein hier verbauen haben wir ja noch. Dann platzieren wir die Query, wenn ich die Fitte hier sehe. Query. Hier hin, zack, und schon ist der Platz markiert. Diese Landmarks lasse ich liegen, da haben wir ja jede Menge davon. Ender Chest und Energietesserek kommt hier hin. Müssen wir nur aufpassen, dass hier eigentlich kein Geistes abschießt. Ja, genau das habe ich gemeint. Was hätte ich gewusst irgendwie? So, stirb. So, dort ist er. Dann hier hin. Ja. Dann mache ich hier noch einen Wegpunkt, wo wir schreiben Query, damit wir die auch finden, falls wir uns verirren. Ich glaube, so weit von Spawn ist die eh nicht weg. Vielleicht können wir uns gleich hier einen Tunnel hinbuddeln. Die Richtung, wo müsste fast gehen. Na egal. Gucken wir mal. Ich wollte hier einstellen mal das so. Receive only und hier nix, damit wir hier mal Power haben, damit der mal sich schnell aufbaut. Sollen wir natürlich dann wieder runterdrehen, das soll schön kommod hier rumwerkeln. Mal ein paar Fackeln hin, ist besser als wie dieses blöde Feuer hier. Komm, komm, ab, komm, so, ja. Genau, also mal schön aufbauen hier.
Ich weiß gar nicht, wie es da unten aussieht, ob da wirklich Rohstoffe drin sind und so, aber das werden wir ja alles merken, wenn wir ein Lager da die Rohstoffe haben. Das heißt, ja mal schnell hier aufbauen. Na komm, gib mal Gummi, habe ich eh 100 Megajoule. Sollte eigentlich schneller gehen, oder? Ja, okay, ist eigentlich eh relativ schnell, wenn man es so sieht. Ah, hier geht aber ein bisschen schneller, meiner Meinung. Ist denn nur grün? Was ist denn jetzt los? Immer die andere Line. Hallo? Ja, der geht besser. Die eine grüne Line scheint ausgeschöpft zu sein. Weil die Deserts könnt ihr ja 100 Megajoule nur übertragen. Das geht eindeutig schneller, wenn man sieht, zack, zack. Also da gibt es ziemlich Gas, wenn man sieht, so. Lass mir ein bisschen so laufen mal. So. Ich weiß nicht, ob du den Ender Chest rein. Ah doch, jetzt sieht man es. Sieht man ja gar nicht, wenn du da was reinschmeißt. So schnell, wie das hier rausgezogen wird. 100 Megajoule. Was habe ich denn die 10 Megajoule Leitung? Egal, da hängen wir ihn jetzt drauf. Dann wird er gleich langsamer werden. Man sieht, er wird schon schön langsam mit der Zeit. Natürlich hat er noch Restenergie. Na gut, so lassen wir ihn mal laufen. Dann bewegen wir uns wieder nach Hause. Hey, Schnaute hier. Hier unten geht's rein. Gut. Haben wir ja schon unseren Startpunkt gefunden. Hier habe ich mal Lava gepumpt, glaube ich, war das, ne? Die Chunks werden ja durch die Quere geladen normalerweise. Schauen wir mal zu Hause. Ui, das ist nur der Freund der Berge, ey. Das müsste hier hinten dann schon richtig recycelt werden und so. Natürlich wird jetzt 99% von dem, was wir hier ernten, wollte ich sagen, abbauen, recycelt. Weil wir ja, wie soll ich sagen, ja alles in die Tonne kippen. So, hier wird alles schon rausgepult, das passt. Was wir aber darauf achten müssen, ist, dass wir hier überprüfen, solange die Kiste leer ist. Weil es kann ja sein, dass eventuell unsere Energie leer wird. Hier unten, das geht sich aus. Recycler kommen mit Sicherheit nach. Die haben ja genug Dampf hier, ja. 6 Stück, das geht hier aus. Kommt ein bisschen Gravel und so mit natürlich. Was noch alles so im Nether war. Ja, das gefällt mir. So kann man das lassen. Zack. Hierauf, dann schauen wir mal zu Hause in die Energieversorgung. Hier unten, die wird natürlich jetzt auf Hochdruck arbeiten, wahrscheinlich. So, hier sind die 10 Megajoule, sind auf 10 Megajoule. Wir machen hier mal 100, damit er mal richtig Dampf dort gibt. Schalten wir dann wieder zurück. So schöner White Room, also weißer Raum. Kann man das hier auch? Mal gucken, ob man das auch untersuchen kann hier. Ja, original. Plutonium, Mercury, du Kack. Man da alles rausbekommt. So, dann können wir das nochmal zerlegen. Das nochmal zerlegen. Oh, da kriegt man Sachen raus. Wir zerlegen das jetzt wirklich in die Einzelteile hier, weil man braucht wirklich immer Einzelteile, ne? So, dann euch raus hier. Dann das rein. Das zerlegen wir natürlich auch in unsere Einzelteile hier. Dann das rein. So. Dann untersuchen wir das nochmal. Damit wir hier das auch drin haben in unserem Buch.
Das Buch können wir eigentlich hier drin lassen. Das kommt zum ersten. Wollen wir nicht unbedingt mal rausnehmen? Schauen wir das auch wieder hier rein. So. Dann haben wir eigentlich schon relativ viele verschiedene ja, Rohstoffe oder wie nennt man das nennen kann. Ja, okay, viele sind es noch nicht, aber es sind schon mal immerhin einige. Gunpowder kann man sicher auch machen. So, dann nehmen wir das gleich wieder hier. Zerlegen Einzelteile. Dann das hier noch in Einzelteile zerlegen. Jetzt hat er keine Tubes mehr. So, dann bekommen wir hier raus Oxygen, Nitrogen. Genau, jetzt haben wir auch User gefragt, was das für ein Mod ist. Das ist Mindjam 2. Okay, dann bekommen wir das raus. Dann haben wir das auch hier rein. Nitro-Oxygen, okay. Dann komm raus. Hallo. Das ist ein eindeutig. Passt. Ich zerlege den meisten jetzt bis auf den Grund, damit wir wirklich viele Grundsachen haben, die wir dann natürlich hier ja jederzeit wieder zusammenbauen können. Gasteine, das wäre was, wenn das auch klappt würde. Original, das klappt. Puh, da brauchen wir aber ganz was Komisches. Oh, hochradioaktiv, dafür bräuchte man eine bestimmte Kiste. Nobelium. Hm? Ah, ja, du mich auch. Dann haben wir da zwei Gasträger rein. Eine Minute. Ach du Kacke, das würde jetzt natürlich, ja. Ohne der Kiste bringt das jetzt natürlich gar nichts, weil das zerfällt dann mit der Zeit. Denke mal, wir haben 8 Stück davon. Tun wir eine Kiste rein, wird ihr merken, nicht das rechts unten 8 Stück. Nach einiger Zeit haben wir hier 0 davon. Das zerfällt in seine Einzelteile, weil es radioaktiv ist und sozusagen dann, ja. Keine Ahnung, irgendwie durch die Luft in die Einzelteile zerfällt. Irgendwie habe ich das gelesen. So, der sollte jetzt mit 100 Megajoule betrieben werden, oder? Scheint so. Ich wundere nur gerade, dass die Anlage das schafft hier. Also jetzt fängt er an, okay. Hier rein. Und Lava haben wir alles im grünen Bereich, also alles grün hier oben, sieht man ja. Nee, Scherz, also grün heißt nur lange nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern das ist einfach die Hintergrundfarbe, die man ja jederzeit ändern könnte, wenn man will. Haben wir noch Stein? Nee, haben wir nicht. Hier, die Farben sind schon wieder aus, weil wir kein Appetite haben. Nee. Natürlich ein tragisches Ende hier, wenn wir kein Appetite haben. Schauen wir mal, ob wir hier was haben. Nee, nicht Appetite. Fertilizer. Oh, 29, das ist ja... Rekord, ne? Dann haben wir hier die Hälfte rein, so. Ach, hier haben wir alles rein. Stört mich ja nicht. Der fährt auf 100 Megajoule. Passt. Hier hinten ist auch alles in Ordnung, oder? Ja. Die ganzen IDs. Das da oben passt auch abgeschalten. Da können wir hier dann noch später die Query reinpacken von... Wie heißt das, wo wir jetzt waren? Nicht End, sondern Nether. Genau. Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier wieder vergessen. Ach, Menno, ich bin wohl ein Vergissmeinnich, ne? Ich habe hier die Anlage angelassen. Wie viel hat der jetzt schon? 108. Ach du Kacke. Der hat gar keine Bücher mehr. Bücher. Ich brauche unbedingt Bücher. Ja, kriegst gleich Bücher. Warte mal, schützt kein Vertex hier. So. 9. Also ihr seht, der hat auch schon jede Menge Bücher wieder verzaubert hier. Wir haben schon über 500 Stacks. An Knochen. Ich habe das vergessen, anvergessen, dass ich über Nacht gelaufen. Ich habe ja auch schon eine ganze Kiste voll mit Büchern. Die habe ich schon mal geleert hier. Aber naja. So können wir uns wenigstens
wirklich fast alles verzaubern, was wir wollen. Charging Soul Stealer. Ach du meine Güte. Knockback. Da werden wir uns vielleicht hier ein kleines Blatt-Artistik-Lager hinbauen, weil in der Blatt-Artistik werden die ja gesteckt. Das können wir nochmal so ausgeschaltet ist jetzt. Und mit den Knochen habe ich natürlich auch noch was vor, da brauche ich keine Gedanken machen. Hier hinten habe ich schon mal vorbereitet, hier wird eine Schaffarm entstehen. Ich bin nur noch nicht ganz schlüssig, wie ich das machen werde. Da muss ich nochmal überlegen. Serien, also hier ist der Aufgang, also beziehungsweise Abgang. Da geht es ja runter in unseren Bahnhof. Da können wir mal die Diamanten abholen, die hier noch rumschlumpfen. In die Kisten. Toll. Okay, Redstone können wir mitnehmen. Die Diamanten können wir mitnehmen. Scrap. Das hier haben wir ja auch noch irgendwas Interessantes. Ja, mehr brauche ich hier eigentlich nicht. Nö. Hier ist noch jede Menge da. Fährt der Zug eigentlich noch? Mal gucken gehen. Hallo, fliegen mal. Hallo Zug, Zug, können Sie mal kommen, bitte? Zug in die Fußabteilung, Zug in die Fußabteilung. Keine Ahnung warum, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Hier ist rot-grün, das passt. Schaut hier eigentlich aus. 53, naja, das wird langsam mehr. Warum läuft der nicht so schnell jetzt? Wo ist der Zug? Eingeschlafen oder wie? Oder hat sie ja schon zu Tode gefahren? Hallo, hallo, wo ist mein Zug geblieben? Ist der entgleist? Glaube ich bald, wo ist mein Zug geblieben? Das kann der. Darf ich jetzt verarschen, wo ist der Zug hin? Wo ist der Zug hin? Da muss der Gleis sein. Eindeutig. Er ist nicht wieder aufzufinden. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, wenn der entgleist ist. Das heißt, wir bauen uns mal schnell einen neuen. Beziehungsweise neuen, naja. Ich habe mal die Lok hingestellt. Haben wir noch irgendwo Züge? Nee. Also, wie heißen denn Loren oder wie sich die nennen? So. Warum ist der Zug weg? Wo ist der hin? Vielleicht ein Creeper in die Luft gesprengt? Ein Selbstmord-Update oder wie man die nennt? Lore haben wir nicht, dann nehmen wir Iron. Bauen uns da welche. Flatten wir den. Machen wir drei Stück. Dann bauen wir Kiste. Drei Stück. Und dann haben wir die und wir brauchen einen Word-Anker, ne? Da haben wir noch und wir brauchen trotzdem noch eine Lore. Also, Iron. Alter, das gibt's ja nicht. Der wurde sicher entführt, der Zug. Der wurde entführt, ich bin mir ganz sicher. Den hat jemand entführt und dann entgleist. Aber das kann ja nicht sein. Wo soll denn der hin verschwinden? Den hat jemand entführt. Ich finde das eine Frechheit. Ich muss da jetzt eindeutig Polizei einstellen hier. Das kann nicht wahr sein. Es werden schon Züge entführt hier bei mir. Das geht ja so nicht. So geht das nicht, Leute. So nicht. Der muss dafür bestraft werden, derjenige, der das macht. So, jetzt müssen wir die alle verbinden. Ist er dabei oder was? Nee. So, aber jetzt.
So, jetzt müssen wir denen natürlich wieder was zum Knabbern hier geben. Jetzt kommst du ja so um Seite 3. Und ein bisschen was zum. So, Kohle. Und ranhängen. Mehr brauchen wir hier eigentlich nicht sagen, den Rest macht er ja selbst. Hoffe ich halt. Jetzt erhitzt er natürlich das Wasser zu Steam, weil das ist ja Steam-Lokomotive. Der fährt erst, wenn er genügend Grad hat. Also ich glaube, auf 100 Grad, wenn er Steam produziert, fährt er dann erst weg. Produziert das Steam und wenn die, ich glaube, die Hälfte erreicht hat, dann fährt er. Genau. Hallo, hatte ich da nicht den dritten? Ja, okay, da ist sie. Eindeutig. So, der Zug ist jetzt auch entgleist. Nein, Zug bleibt stehen. Dreh um, so. Blöder Zug hier, echt. Das kann ja nicht wahr sein. So, wir verfolgen den Zug nochmal. Mit einer etwas längeren Folge dieses Mal, aber schadet ja auch nicht. Na komm, fahr Zug, fahr. Kann man da mal Gas geben beim Zug? Ah, den nicht wirklich, ne? Da warte ich, bis er hier vorbeikommt, da kann ich ihn besser anklicken, sonst fährt er mich wieder zusammen und ich bin dumm. Da dampft er her, man sieht ja schon. Mal schauen, wo ich da jetzt zoomen kann. Hier. Da kommt er schon. Können wir einen richtig langen Zug machen, der die ganze Waggons bis ganz vorne hat. Achso, das geht ja nicht, weil wir hier keinen Kreislauf haben. So, jetzt geben wir Gas hier. Hopp, hopp. Hol mal die Ware ab. Hol das Gold ab. Wir flitzen mal schneller rüber. Können es ja. Wir können es und er kann uns. War schon eine krasse Sache, wo der Zug hin ist. Der verschollene Zug. Wie schaut es hier eigentlich aus? Oh, hier haben wir jede Menge drin. Hier ist fast voll. Oh, hier ist schon voll. Klammern wir gleich mal was raus. Hier ist auch voll. Klammern wir auch was raus. Öl ist nicht so schlimm. Hier ist nicht viel was drin, dann tun wir das gleich dazu rein. Und hier ist auch schon voll. Ach, da hat der Zug dann jede Menge mitzunehmen. Aber wirklich jede Menge, wenn wir so sagen. Ne? Hier ist auch schon voll. Ja, eindeutig, die Kiste ist auch schon ziemlich voll, also der muss schon länger weg sein, der Zug. Ich habe leider noch nicht das Überwachungssystem gebaut, da war ich ja. Planung habe ich aber dann wieder verschoben und so. Kriegt der überhaupt das alles in die zwei Kisten rein? Nee. Und das kann ich den dritten dazu hängen, wenn der da eins weiter fährt. Komm, fahr weiter. Soll halt den dritten auch noch mitnehmen, dann hat er sicher viel Platz hier. So. Was entlädt er gerade? Den hier? Ach, Kacke. Der entlädt gerade den, ja. Propolis. Hier Honig kommt, die entlädt er noch gar nicht. Also erst macht er den leer und jetzt macht er den leer, oder? Ja, jetzt macht er den leer. Gut, also er hat noch jede Menge zu tun, unser Zug hier, dann können wir wieder langsamer schalten, weil er jetzt schon hier ist. Okay, die ganzen Reste und das Ganze. Also Respekt, Respekt, da haben wir schon jede Menge, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viele Items da überhaupt verloren gegangen sind, das ist eine nächste Frage. Weil die einfach raustroppen und fertig. Aber ja, soll so sein. Ich denke mal, da haben wir genug davon, überhaupt von diesem Biwaks. Das kann man aus dem Biwaks eigentlich alles machen.
Max Cup. Wow, braucht man ja unbedingt. Kerzen brauche ich auch unbedingt. Ja, das war's aber schon, ne? Also dieses Wachs da, da kannst du ja wachsen gehen damit. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse den Zug weiterfahren. Die Query schalte ich dann wieder zurück auf 10 Megajoule, weil ich denke, jetzt hat sie schon einiges erreicht an Tiefe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt dran und ja, haltet die Augen offen, wo der Zug geblieben ist. Vielleicht seht ihr ihn irgendwo hier unten. Können wir ihn mal bergen mit einem Bergungskran oder so. Kann ja alles möglich sein. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.